Ja, guten Morgen, meine Freunde. Wir haben den letzten Frühlingstag und heute müssen wir unbedingt unser Beet bearbeiten und säen. Wir haben halt erstmal hier rausräumen. Wir haben 20 mal gebratenes Fleisch. Jetzt tun wir erstmal das Trockenfleisch raus. Das verbrauchen wir noch nicht. Das hält sich ein Stückchen. Das Leder muss raus. Die 24 Steine haben wir. Wir haben 46 Stückchen. Wir räumen noch raus. Das Stroh brauchen wir nicht. Dann räumen wir raus. Haben wir kein Leder? Haben uns die. Doch, 12 mal Leder haben wir doch. Oh ne, Pelze haben sie keiner gebracht. Pelze bringen bloß die Hirsche und die. Alles klar. Jetzt habe ich gedacht, wir finden die Pelze. So. Wir haben. Was haben wir denn an Stöckchen drin? Wir brauchen jetzt nochmal erstmal die ganzen Stöckchen hier rüber. F, E, F. Und knüppeln uns erstmal fix die 12 Messer, die wir machen können. 12 Messer, die bringen uns 150, 180 Geld. Das müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht für eine Hacke reicht. So, genau. So, also der Rasimir macht jetzt hier die 12 Messer. Und wir sehen uns gleich wieder. Und dann geht's nach Denizia. So, die 12 Messer haben wir gebaut. Jetzt werden wir alles unwichtig rausräumen. Hat der schon wieder? Naja, warte mal. Naja, gut, alles klar. Den Holzhammer räumen wir raus. Die Steinaxt behalten wir drin. Die Äpfel räumen wir raus. Das gebratene Fleisch. Nummer 10 davon raus. Die Speisemorcheln kommen raus. Die unreifen Beeren, die schmeißen wir gleich in die Ecke. Die Stöcke kommen raus. So, die unreifen Beeren, die schmeißen wir hier ins Feuer. Die müssen sowieso vergammeln. Dass wir so wenig wie möglich für den Rückweg drin haben, dann halt falsch. Das war jetzt vergeilt. Jetzt habe ich so eine scheiß Beere gegessen. So eine unreife. Immer vergiftet. Ich habe aber kein Johanniskraut bei mir. Aber die kleine Vergiftung, die geht gleich weg. I wieder eine falsche Taste gedrückt. X, E, F. Jetzt ist er weg. Gut. Also wir müssen uns unbedingt auch mal Johanniskraut besorgen. Damit wir das bei Vergiftung zu uns nehmen können. Jetzt trinken wir Wasser. Jetzt, die Vergiftung ist schon überstanden. So, jetzt sind wir auf dem Rückweg. Von Denizia so viel wie möglich Steine sammeln können, dass wir dann in der Nacht nach zur nächsten Jahreszeit, im Sommer, also abends, nochmal Messer bauen können. Und wir werden jetzt auch das Wildschweingebiet weiträumig umlaufen. Und wir haben keine Sperre und nichts dabei. Wir wollen uns eigentlich nur die Hacke kaufen. Und wenn er hat, eine Schaufel. Und auf dem Rückweg werden wir mal hier diesen Weg nehmen. Ich habe die Vermutung, dass dort unten irgendwo ein Wagen ist. An der Wegkreuzung irgendwo. Dass wir da was finden. Also da unten waren öfters Wagen. Mit irgendwelchen feinen Sachen. Hier oben war auch meistens ein Wagen, aber noch nicht jetzt. Vielleicht in der nächsten Jahreszeit. Und da habe ich meistens das Objekt meiner Begierde gefunden. Eine Schaufel. Aber heute ist kein Wagen da. Ist nicht so schlimm. Da müssen wir halt sehen, wann wir uns die Schmiede bauen. Müssen wir bis dahin noch Messer bauen, Messer bauen, Messer bauen. Dass wir... Wie alt ist die? Die ist 28.
Schaffe neue Siedler. Ruf dich. Hey, hast du einen Moment Zeit? Den Adligen hier sehen. Puppenkopf. Moment Zeit. Schönes Wetter können wir nicht machen, wenn es regnet. Die ist dir in letzter Zeit ergangen. 60. Ich werde jetzt gehen. Und tschüss, Mädel. Nicht vergeischen, was wir aufgebaut haben. So, Dagobert, wo bist du? Du bist das mit dieser schicken Frisur wieder. Alles klar. Zeig mir deine Ware. Ich habe hier 11 Messer. Und dann habe ich ja noch ein. F. EF hat es wieder eins zusätzlich gesockelt. So, das verkaufen wir dir auch. Und dann gucken wir. Hast du eine Schaufel? Steinsichel, Steinhacke, nee. Hier oben hat er, nee. Wenn er da oben keine hat, dann hat er auch keine. So, er hat aber eine hölzerne Hacke für 30 und eine Steinhacke für 52. Die wiegt natürlich mehr, die Steinhacke. Da schauen wir mal. Steinhacke hat aber einfache Haltbarkeit von einer Holzhacke. Also nehmen wir die Steinhacke. 52,5 ist das schon, naja, für unsere Verhältnisse ein Schnäppchen. F. Akzeptiert. Wir haben eine Hacke. Ja, ich weiß, die haben ja sowieso eine Hacke. So, jetzt laufen wir zurück. Und werden unser Feld bewirtschaften. Unser Beet. Wollen wir es nicht wieder übertreiben. Unser Beet. Wo rennt er denn hin? So, und wenn dann Sommer durch ist, kommt drauf an, wie das mit dem Hausbau nachher klappt, fürs nächste. Ein Haus möchte man jetzt im Sommer bauen, mindestens. Dann müssen wir doch in den sauren Apfel beißen und zum Unigost, dass wir unsere den Quest für den Dagobert bekommen, damit wir unsere Wintersachen bekommen. Denn wir können ja zurzeit noch nichts nähen. Wir haben ja noch keine Nähstuben. Und wir haben auch noch keine Leinenfäden. Und ein Leinenfaden kostet in der Regel viel, viel Geld. Ich glaube 100 Geld oder 50 Geld zahlst du für so einen Leinenfaden. Gold. 50 Goldstücke für einen Leinenfaden. Das ist schon harter Tobak. Das sind alles Steine, wo man eine Hacke braucht, eine Steinhacke. So, gucken wir mal hier lang, hier lang. Der Weg müsste nämlich eigentlich zum See führen. Wenn ich mich recht erinnere. Geht der zum See? Nee, hier ist aber okay. Ich denke, hier war immer ein Wagen. Oder vorne am Wegweiser. Nee, heute ist nichts hier. Nix mit Wagen. Nix mit Bonus. Ha. Schade. Naja, man kennt es ja nicht ändern. So, und jetzt sind wir doch schon wieder am See unten. Das machen wir hier durch den Wald. Da vorne muss irgendwo unser Haus sein, genau. So, und jetzt suchen wir Steine, bis wir vorne sind. Dass wir diesen Stöckchen müssten wir eigentlich genug haben. Da haben wir doch auch noch welche in der Truhe liegen. Was haben wir erst mal Steine? Hier machen wir 6 aber. Ja. Aber das Feld ist jetzt schnell bestellt. Das ist nicht das Problem. Wir haben ja alles. Nein, wir haben noch nicht alles. Wir müssen uns noch einen Beutel müssen wir uns noch machen. Für das Sämereien und für den Dinger. Das dürfen wir nicht vergessen. Oh, der ist auch schnell geknüpft, dieser Beutel. Nur 15 Steine haben wir doch schon hier.
Also nicht, dass wir jetzt explizit unbedingt suchen nach Steinen. Wir laufen hier lang, da muss es sehen, da muss es mit. Steine suchen, das können wir machen, wenn der Tag zur Neige geht und wir haben unser Feld. Wir haben unser Feld beackert. Sag immer wieder Feld, es ist ja nur ein Beet. Gut, essen müssen wir wieder was. Darf man nicht vergessen. So, die Steine packen wir jetzt hier rein. Wir nehmen unsere grünen, unreifen Beeren. 22 Steine haben wir immerhin. X, ne, F. Gucken wir hier rein. Die Stöcke packen wir hier rein. Ach, ne, F. Wie viel haben wir jetzt hier drin? 113. Dann brauchen wir dreimal Leder. F. Nicht 4, 3. Akzeptieren. So, wir stecken uns ein. Den Kohlsamen, den Karottensamen, den Dünger. Und aus den 3x Leder machen wir uns einen Beutel. So, wir haben gebratenes Fleisch 10x. So, sind wir bis 76% gesättigt. Zu viele Magen wären wir sowieso zu faul und zu träge. Also ist schon gut so, wie es ist. Eine Hacke. Die nehmen wir jetzt auf 2. So, 2. So, Rasimir. Jetzt wird gehackt. Wird das Feld urbar gemacht. Das Beet. So, wir haben alles richtig gemacht. Die Stöckchen sind verschwunden. Und bei 1 haben wir unseren Beutel. Dünger rein. So, 12 mit Finger haben wir drin, die Hacke wieder raus, den einarbeiten, den Finger, und das regnet, das tut das Wachstum. Na, so. Und Beutel raus. 1 und Rechtsklick. Jetzt nehmen wir, wie sind sie? 6 Karotten zusammen. Schön geht es der Samen gleich auf, wenn das so schön feucht ist. Und jetzt nehmen wir 6x Kohlsamen. So. Und damit ist eigentlich die Nahrung für die nächsten Tage oder für die bis zum Winter gesichert. Im Winter werden wir dann, bis dahin müssen wir wieder Dünger holen, werden wir dann 12x Karotten. Oder wir machen im Herbst nochmal Kohl und im Winter die andere Hälfte mit Karotten. Mal sehen. Wir werden sehen. So, was zeigt unsere Uhr? 13.10 Uhr. Jetzt suchen wir Steine. Gucken wir mal, wo unsere
Hasenfalle ist, die steht falsch. Immer noch keiner drin. Da ist immer noch keiner drin. Na, wir lassen sie mal noch stehen. Auch über Nacht nichts rein. Das ist nicht gut. Das muss ich doch weiter hier hinterstellen, denke ich mir. Keine brauchen wir jetzt erstmal. So, die Hacke brauchen wir nicht. So, was auch so, wir holen uns jetzt mal. Wir holen uns jetzt mal andere Werkzeug wieder und tun die Hacke weg. Die Hacke und die Tasche tun wir jetzt in Ruhe. So, was hat die Hacke noch? Die hat noch 86%. Na bitte, hört doch hin. Die einfache Tasche hat noch 60% und wir nehmen uns jetzt den Hammer und der Axthammer. Gut. Wir uns jetzt noch ein Stöckchen und werden die Hasenfalle, glaube ich, doch verstören und woanders hinbauen. Die steht etwas ungünstig, denke ich. Wohl dort sind der Hasen vor uns lang gehoppelt. Naja. Johannes gerade, wenn wir mal mit, haben wir gesagt. Für die nächsten giftigen Pilze, die wir. Nee, oder giftigen Bären, die wir vertilgen. Steine. Wir brauchen auf alle Fälle für das nächste Haus, was wir bauen, auch hier 14 brauchen wir auf jeden Fall. Damit wir die Wände beim Lagerfeuer oder bei der Kochstelle, das ist ja kein Lagerfeuer, soll ja eine Kochstelle sein, dass wir die aus Stein machen. Brandschutz geht alle an, auch im Mittelalter. So, hier liegen auch noch ein paar Steine, sogar eine ganze Menge. Naja, das ist auch noch einer. Hier bald ist nicht jeder Stein, den wir hier sehen, ist ein Stein. Stöckchen haben wir, ganze Menge. Gehen mal erst los bis zum Bach. Auf der anderen Seite ist nämlich das gefährliche Viehzeug. Sprich Wiesende. Und den müssen wir nicht unbedingt. Ich glaube nämlich, dass die natürliche Barriere einhalten und nicht über den Bach gehen. Na, siehst du, wir haben ja schon wieder 23 Steine. Da können wir jetzt auch bald mal noch eine Axt für uns machen. Denn die ist, glaube ich, auch nicht mehr viel wert. Außerdem müssen wir jetzt viele, viele, viele Bäume fällen, damit wir bauen können. Dann
25 haben wir schon. 26. Ja, das sind ja schon wieder 13. 13 Steinmesser. Oder 12 Steinmesser und eine Axt. Na, den Stein sollst du schnappen. Wir sind immer noch nicht überlastet. Wir haben jetzt schon 32 Steine. Jetzt kommt's Gewicht. Gut. Aber es ist ja noch am Anfangsstadium. Wir können schon noch was aufheben. Wasser müssen wir trinken. Das ist wichtig. Wasser trinken. Komm. Durst ist schlimmer als Heimweh. Das ist das Wichtigste. Verhungern tut man nicht so schnell. Aber verdursten. Ohne Essen kommt man schon mal zwei, zur Not drei Tage aus. Aber ohne Wasser schafft man, naja, in der Regel nicht einen Tag. Am zweiten Tag wird es dann schon gefährlich. Sagt eigentlich jeder Survival-Trainer, das Trinken ist Wichtigste. So, jetzt haben wir 36 Steine. Schaffen wir noch welche? Simon, jetzt hat er der Bären aufgepflückt, anstatt den Stein zu nehmen, zupft der Bären. So, mal gucken, ob wir noch drei finden. Da können wir nämlich 20 Messer machen. Und wenn du jetzt die drei Steine noch suchst, findest du garantiert nicht. Doch, hier haben wir einen. Noch zwei brauchen wir. Na, es wird doch werden, dass wir noch zwei Steine finden. Oder? Doch, hier. Gut. Und noch ein Stein. Jetzt haben wir 40 Steine. Jetzt sind wir aber auch frech, jetzt nehmen wir auch die hier noch mit. Ja. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. So, jetzt haben wir 48. 49. 50. So, jetzt machen wir 25. Oh, hier liegen noch mehr Steine. Oh, nee. Jetzt machen wir erstmal hier den Messer. Ja, gucken wir erstmal auf die Uhr, wie spät haben wir es denn da? Was zeigt denn unsere Uhr? Wir haben 17.14 Uhr. Naja, gut. Q. R. Halt hier. Da ich wieder, anstatt R zu drücken, die Maustaste gedrückt. Naja, gut. Gut, nochmal das ganze Spiel. So, R. Jetzt machen wir 24 Messer. E. F 24 macht Rasi mir, dann ist es bestimmt dunkel, aber ich melde mich noch mal wieder. So, die 24 Messer sind gemacht und wir haben ein wichtiges Objekt freigeschaltet, die Schmiede. Und wir suchen auch gleich noch die Rest, als ist suchen wir nicht. Wir nehmen die restlichen Steine, die hier um uns herum liegen, nehmen wir noch mit. Und da werden wir am nächsten Tag, also jetzt im Sommer, als erstes die Schmiede bauen, damit wir uns die Schaufel fertigen können. Da können wir nämlich dann unten am Fluss die ganzen Stücken rausbuddeln. Und damit haben wir ordentlich Bauland. So, mal die Fackel in der Hand nehmen, dass wir die Steine hier noch sehen, die hier rumliegen. Da liegt ja alle Hand rum. Aber die werden wir jetzt, glaube ich, mal noch nicht verbauen.
verknüpfen oder verbasteln zu Messern. Ne, die heben wir uns für unser nächstes Wohnhaus. Da brauchen wir nämlich 14 Stück. Hier die zwei Wände. Da drückt. Die tun wir jetzt in Ruhe. Wie viel haben wir jetzt? Haben wir 18 Steine. Das reicht uns für die Wände. Wir werden auf alles, wenn wir noch ein paar Johanneskraut, die hier so rumstehen, am nächsten Tag die Schmiede bauen. Wir können uns den Platz ausgucken, wo wir die hinbauen. Und dann können wir an den Bau von weiteren Wohnhäusern. Eine, die wir natürlich hier finden, die nehmen wir natürlich. Götchen hätten wir eigentlich genug, aber wir bauen jetzt keine Messer. So, was räumen wir hier rein? Wie spät haben wir es? 19.55 Uhr. Hier haben wir nochmal 22 Steine. Moment. Die heben wir auf und die tun wir drüben hin. Ich hätte eigentlich sollen noch, das machen wir jetzt auch, der letzte Tag. Steine. F-E-F. Nee, Quatsch. I, nicht F. Ich verwechsel das immer wieder. Steine. X-E-F. Zum Wegwerfen. Jetzt gehen wir nochmal raus und sammeln uns hier hinten. Sind ja noch Bären. So, jetzt sammeln wir uns noch ein paar unreife Beeren, nicht zum Essen, dass wir uns vergiften, sondern für die Ecke. Zum Reinwerfen, wir haben doch noch Zeit, wir müssen doch nicht um 8 ins Bett. So, ich sammle jetzt jedenfalls die Beeren noch. Das ist auch wirklich dann das Letzte, was ich heute mache. Und schmeiß die in die Ecke und dann gehe ich auch ins Bett. Und wir sehen uns zum ersten Sommertag wieder, wenn wir die Schmiede errichten. Also tschüss, bis morgen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.